Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hi, wenn das nicht anders ist, danke, dass du vorbeischaust. Okay, fürs Vorbeischauen heute gibt es ein Kreisrundengeschenk. Amüsier dich gut. Dann zeigen wir uns mal die heutigen Kräne, Bobby. Ich bin heute ein bisschen später dran, ja, eine Stunde später. Ich habe noch was zu tun gehabt, aber das stört ja die meisten nicht. Es gibt ja viele, die gucken da auch eher abends rein. Denke ich mal, hoffe ich doch. Den ersten haben wir schon mal komplett. Und dann werde ich einfach mal gucken, dass ich hier einfach mal erst nur die Kräne zeige und dann hinterher entscheide, was ich spiele, damit wir das Ganze so ein bisschen im Schnelldurchlauf mal machen. Weil was bringt es eigentlich mir, wenn ich die ganze Zeit darüber erkläre? Das könnte man eventuell spielen, ja. Wenn ich dann am Ende dann, ja, dann eh nur ein oder zwei Mal Kräne dann wirklich spiele, den habe ich komplett. Brauche ich gar nicht drüber nachzudenken. Und hier, wenn man ein bisschen Glück hat, dann, ja, kann der Roboter mal anders fallen. Bodo der Boden ist auch wieder da. Den haben wir komplett. Und ansonsten ist es eigentlich relativ Standard heute, wenn ich mir das so angucke. Ja, das war's sogar schon. Okay, gut. Gehen wir diesmal schnell über Schlauf. Dann gucke ich mal genau, was ich spielen möchte. Also bis gleich. So Leute, ja, es wird heute dieser Kran sein, weil er eigentlich nur auf Skill aufgebaut ist. Heißt, ich muss im passenden Moment loslassen. Und wenn ich es einmal versemmel, dann kann ich mir gleich was anderes suchen. Ihr kennt es ja. Aber gut, nicht lange reden, sondern versuchen. Das war zu früh. Ja, soviel zum Thema. Das kann ich jetzt schon klicken. Okay, dann gucke ich nochmal, was ich noch sonst noch spielen kann mit zwei Rücken. Also bis gleich. Verdammt. So, ja, da alle anderen Kräne leider darauf aufgebaut sind, dass man mindestens drei Runden braucht, der eigentlich auch, werde ich aber trotzdem den hier spielen, weil, ja, ob ich jetzt den hier mit Glück spiele oder die anderen, wo ich sowieso nicht weiß, dass man sie nicht komplettiert kriegt, dann spiele ich lieber den hier und kriege vielleicht mal den Mario, wäre so eine Idee. Ich glaube, ja, ja gut, Mario könnte eigentlich in zwei Runden bekommbar sein, also das bekommbar, ist das überhaupt Deutsch? Ihr wisst, was ich meine, dass man in zwei Runden bekommen könnte, so rum. Dann ist halt heute der Tag wieder nur Übungssache. Ich bin ein bisschen froh, dass es gleich am ersten, also es ärgert mich zwar schon, aber ich bin auch gleichzeitig froh, dass es beim ersten Versuch schief lief, weil ich hätte ja auch beim letzten Versuch schief laufen können, hätte ich nichts erreicht. Aber dann haben wir zumindest mal den hier, was wir wieder so ein bisschen zum Gucken können. Ah, die Blume ist, oh, okay, damit hätte ich nicht gerechnet, absolut nicht. Das Mario einfach hinten rüber hüpft. Also hätte mir hier nur noch der Mario gefehlt, hätte ich mich jetzt richtig gefreut. Aber ich muss natürlich jetzt gucken, wie das dann hier der Fall ist. Weil ich glaube, wenn ich jetzt hier eine Bombe hinwerfe, kann der Knochen trocken und die Blume runterfallen. Aber die anderen, die werden dann wohl eher so liegen bleiben, wie sie liegen. Und hier reinwerfen macht keinen Sinn, weil dann würde nur der Geist hier in die Richtung schießen und dann würde nichts passieren. Also das ist der einzige Platz, wo man gut reinwerfen kann. Was ich wohl auch machen werde, wenn ich nur eine Runde bekomme. Aber ich bin froh, dass man dann zumindest den Mario bekommen haben, bin ich ganz ehrlich. Also wenn man den in eine Runde kriegen kann, warum nicht? War aber auch, glaube ich, Glück, dass er da genau reingefallen ist. Also kann man wohl nicht sagen. Gut, dann gehen wir mal zum Training. Hier ist euer Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Ja, also wenn ich jetzt keine Runde kriege, ist eigentlich auch schon fast egal. Wobei ich mir bei dem Kran nicht sicher bin, ob es Sinn macht, hier den Yoshi zu greifen und mit dem Yoshi die Marken hier rüberzuheben. Ich glaube eher, dass der Yoshi dann hier oben drauf liegen bleibt und dann war es das natürlich. Aber wisst ihr was, ich probiere es einfach aus. Warum nicht? Ich meine, ist sie nicht so wild. Dann haben wir es zumindest gesehen. Kommt auch, glaube ich, drauf an, wie man den Yoshi greift. Könnte natürlich auch sein. Na komm, schieb. Ah, okay. Halbwegs, so wie es man sich vor. Immerhin ist die eine Marke runtergefallen. So oder so. Wobei ich vielleicht wirklich doch mehr Sinn macht, dass man vielleicht die Marke hier, wenn die noch hier liegt, greift und dann hier rüber wirft und dann den Yoshi holt. Aber dann wäre das ja trotzdem in vier Runden krank, gell? Wenn man dann sagt 1, 2, 3 und 4. Ja, so oder so. Na gut, dann greifen wir mal gemütlich den Yoshi. Was bleibt mir anderes übrig? Ich glaube, der rutscht mir eh gleich runter. Na, okay, er hat ihn. Wobei, wird wohl nicht die... Nee, leider nicht. Ja, und so hat man sich dann mal ganz schnell den Kran in einen 5-Runden-Kran verwandelt. Sofern das halt hier nicht klappt. Ach ja, ist ein bisschen ärgerlich, dass halt das mit eine mit dem... ja, mit den Splatoon-Marken nicht so geklappt hat. Ah, ganz knapp. Oh, okay, doch. Das war jetzt wieder Glückssache. Aber ist natürlich auch die Frage, wie greift man am besten den Bowser? Weil man sieht, er ist ein bisschen schräg. Und wenn man ihn nicht richtig greift, dann könnte er hängen bleiben. Ich muss auf jeden Fall trotzdem gucken, dass ich... Ja gut, ich glaube, so oder so mittig greifen. Und dabei hoffen, dass er ihn auch festhält.
Das war zu weit. Nicht zu weit, sondern halt zu schwach. Da kommst du ihn raus. Ah, okay, doch, er greift die dann so. Alles klar. Gut. Also einen 4-Runden-Kran. Vielleicht. Nee, wobei nicht. Vielleicht in 3. Gut, dann können wir jetzt nochmal gucken, ob das geklappt hätte. Hätte ich jetzt die Marke jetzt zuerst gegriffen. Probieren wir einfach aus. Seine wirft die sonst wohin. Wegen der Spitze könnte es vielleicht sogar so sein. Alles klar, okay. Also man könnte jetzt natürlich auch sagen, jetzt, okay, das ist dann so gesehen auch ein 2x3-Runden-Kran. Weil jetzt könnte man zum Beispiel den Yoshi sein lassen, dass man den dann halt 1 in 2 Runden holt und halt hier in 3 Runden. Also ich könnte mir den, stimmt ja, ja, ich war schon mal überlegen wegen Bonus und Co., dass man den Kran dann halt trotzdem mal spielen könnte. Ist auf jeden Fall gut, wenn man das halt als Training hat, dass man halt so sowas sieht. Waren ja 8 Marken, ist ja nicht schlecht. Aber dann gucken wir mal, was jetzt noch mit der Bombe passiert. So, da sind wir wieder. Und ja, am liebsten hätte ich ja hier jetzt noch 2 Runden. Einfach nur, dass vermutlich jetzt, wenn ich die Bombe hier hinwerfe, dass das Ganze so gut aussieht, dass man noch eine Bombe reinwerfen könnte. Aber ja, ihr seht's ja. Also einfach werfen und gucken, was passiert. Uiuiui, ja. Das war mir schon fast klar. Also, was halt fast klar. Das mit dem Greif war mir überhaupt nicht klar. Dass dann halt hier vielleicht noch die 2 Marken oder 1-2 Marken übrig bleiben, die man dann halt jetzt noch mit einer Bombe gut kriegen könnte. Ich muss aber auch sagen, im Vergleich zu anderen Bombenkränen, jetzt mal ganz ehrlich, fliegen die Marken hier viel, viel weiter weg. Ich meine, gut, die sind zwar ein bisschen kleiner als manche andere Marken, aber trotzdem, man wirft die Bombe hier hin und die Marke hüpft hier wirklich weg. Also das habe ich dann, hat man ja bei den anderen, bei den Pokémon-Kränen sieht man es ja. Man wirft die Bombe hin und lockert erstmal alles. Und mit der zweiten Bombe kommt einem so vor, als ob die Marken extrem schwer wären und ja, kaum sich bewegen wollen. Aber vielleicht liegt es halt wirklich daran, dass die Marken etwas kleiner sind. Ich weiß es nicht. Aber ich bin trotzdem etwas zufrieden, weil wir haben zumindest die Mario bekommen. Die beiden Marken liegen zwar unten, aber da müssen wir uns halt beim nächsten Mal irgendwas Gedanken machen. Ist auf jeden Fall kein nicht so schwerer Kran wie bei den anderen, weil halt hier schon ein paar Marken locker sind, bis halt auf die Blume, die halt sich schon hätte vorher lockern können, aber gut. Dann ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist, also ihr habt es ja gesehen. Sollte doch eigentlich gut machbar sein. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.